Cool, ich habe heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Darf ich jetzt meine Geschenke auspacken? Ja, natürlich. Oh, was für ein tolles Set. Und jetzt noch das andere. Cool, eine Dartscheibe. Schön, dass dir die Geschenke gefallen. Juhu, jetzt können wir endlich Kuchen essen. Ja, aber erst die Brötchen. So, jetzt müsst ihr in die Schule. Och nee, ich hab ja noch Schule. Naja, aber so kurz vor den Ferien machen wir sowieso keinen richtigen Unterricht mehr. Dann schlagt bitte eure Bücher auf den Seiten 132 und 133 auf. Analysiert die Grafik und bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4. Außer Herr Winter. Naja, lass uns lieber an deine Party denken. Ja, ich freue mich schon total aufs Bowling. Wir treffen uns doch um 16 Uhr dort, oder? Ja, genau. Ruhe bitte. Arbeitet weiter. Ein paar Stunden später. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wo sind denn deine Geschwister? Die sind bei Oma und Opa. Kommt, wir gehen rein. Hallo, wir haben zwei Bahnen auf den Namen Spielwelt reserviert. Alles klar, Sie haben die Bahnen 2 und 3. Am besten packst du zuerst deine Geschenke aus. Okay, das ist von mir. Was? Ein EM-Ball mit Unterschrift? Woher hast du den denn? Naja, mein Vater hat da so einige Quellen. Danke, Pia und Anni. Jetzt packe ich dein Geschenk aus, Dennis. Wow, der Playmobil Bowling-Spieler. Der passt ja perfekt. Was? Als ob. Was ist denn los? Na, pack mal meins aus. Haha, ihr habt ja genau das gleiche gekauft. Naja, ein besseres Geschenk gibt es ja nicht. Ja, stimmt. Und zwei Bowlingbahnen sind sowieso realistischer. So, jetzt gebe ich unseren Namen in den Computer ein. Der zählt dann automatisch die Punkte zusammen. Dafür müssen wir zuerst die Mannschaften einteilen. Also, ich bin mit Bennett zusammen. Und ich mit Pia. Okay, dann komme ich zu euch. Und ich zu Tim und Bennett. Papa, du kommst zu uns. Dann gewinnen wir bestimmt. Naja, wer weiß. Vielleicht ist Charlotte ja besser als Johannes. Also, ich werde dich auf jeden Fall schlagen. Na, das werden wir noch sehen. Ja, genau. Pia ist voll gut im Bowling. Dann lass uns anfangen. Das Geburtstagskind darf zuerst. Okay. So, los geht's. Vielleicht doch nicht so gut? Mann, ich habe aus Versehen mit links geworfen. Aber ich habe ja noch einen Versuch. Juhu, ein Strike. Seht ihr? Ich bin doch ein Profi. Jetzt bin ich dran. Ja, das war ja gar nicht so schlecht. Und jetzt nochmal. Bin gespannt, wie ich mich so anstelle. Nicht schlecht, Bennett. Jetzt sind alle weg. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Ernsthaft? Ein Pin steht noch? Oh, wie schade. Naja, einen Versuch hast du ja noch. Ja, und den letzten Pin kriege ich auch noch weg. Habe ich doch gesagt. Hey, jetzt bin ich dran. Los, gib alles, Papa. Klar, ich bin doch der Super-Johannes. Vielleicht doch nicht so super? Hey, ich kann nichts dafür. Der Boden ist richtig rutschig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, nächstes Mal wird es bestimmt besser. Wo bleibt eigentlich der Ball? Naja, wir haben ja mehrere. Oh je, ich bin dran. Du schaffst das bestimmt.
Juhu, wir machen 6 Pins. Oh, das war knapp. Ah, alle in Deckung. Das war so geplant. So, jetzt bin ich gespannt auf deine Leistung, Charlotte. Oh je. Ja, ich auch. Wow, echt gut. Ja, ich bin überrascht. Mann, Mama hätte doch in meinem Team sein sollen. Jetzt bin ich wieder dran. Aber jetzt kommen beide Bälle nicht. Du hast recht, das ist schon eigenartig. Was hast du denn da gemacht, Johannes? Ich gehe mal Bescheid sagen. Oh, ich komme sofort nachschauen. Die klemmen fest. Wie haben sie das nur gemacht? Jedenfalls funktioniert jetzt alles wieder. Vielen Dank. Yay, 6 Pins. Wow, echt gut. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Naja, immerhin. Endlich bin ich wieder dran. Juhu, Mega Pia. So, dieses Mal wird bestimmt besser. Sag ich doch. Super Anni. Na toll, ohne den Tisch kann ich es nicht. Was? Wow, Charlotte. Ich bin sprachlos. Einige Zeit später. So, nur noch eine Runde. Sollen wir mal etwas essen und trinken? Oh ja. Gut, dann sagt mir, was ihr wollt. Und weiter geht's. Wieder einige Zeit später. Oh, es steht unentschieden. Und jede Mannschaft hat noch einen Wurf. Komm, Pia. Die perfekte Möglichkeit zu sehen, wer von uns besser ist. Okay, ich mache mit. So, konzentrieren. Und loslassen. Yes, wir gewinnen. Oh nein, was? Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.